Liebe Freunde, es gab leider Probleme mit der Webcam, weshalb nur die ersten beiden Folgen keine Webcam haben. Aber danach geht's ganz normal weiter. Bis dann. Moin moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen ersten Video von Outlast. Nicht Whistleblower, das erstmal nicht, aber erstmal Outlast hier. Fortfahren, ich habe noch gar nicht gespielt, aber naja. Ich will nicht lange rumreden, deshalb erzähle ich euch noch was. Nee, deshalb fange ich gleich mal an, meine ich natürlich. Gibt nur normal. Ja, okay, das. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Und um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überlegen und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen und dich zu verstecken. Oder zu sterben. So, fortfahren. Das war jetzt einmal zu viel. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior. Encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elder bugs. But do keep all beds and children indoors between the hours. Eigentlich wäre das jetzt so die perfekte Zeit gewesen, in der ich was reden könnte, also... Ah, schade. Verpasst. Also ich habe Kinderspiel natürlich, ich habe das auch schon mal gespielt und ich habe auch schon ganz viele Displays davon gesehen. Das ist natürlich blöd, wenn man noch nicht so, wenn man so eine, schon so ein bisschen eine Ahnung hat, was passiert. Aber naja, hoffen... Weiß nicht, was auch immer. Zwei Batterien haben wir schon. Die werde ich nicht verlieren, das kann ich euch schon mal sagen, weil, ja, die könnt ihr euch selbst durchleben. Das, ja, okay. Ja. Aber das wird echt heftig. Weil wenn ich so richtig aufgeregt bin, oder so richtig hektisch oder so, dann bin ich meistens nicht so zu gebrauchen. Oh, Alter, das ist fies. So, dann steige ich gleich mal wieder ein. Nee. Ah! Das mache ich auch. Ja, ne? Hier lag doch mal irgendwann irgendwas, glaube ich. Oder auch nicht. Naja, komisch. Nee. Nimm ich am besten mal die Tür hier. Nehmen wir mal. Ach so, das wusste ich gar nicht, dass man das so langsam machen kann. So. Ja. Ich weiß ja, wo ich lang muss. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wenn man schon eine Vorahnung, also schon eine Ahnung hat, was passiert, ist natürlich komplette Scheiße eigentlich, aber ich. Also ich mach's trotzdem. Und da muss ich hoch. So, ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, ne? Also das wäre. Also ich. Hier, wenn das jetzt ist das erste Let's Play, ich mache jetzt glaube ich keine so viele Aufnahmen auf einmal, wenn dann nur eine vielleicht.
Und wenn es euch echt, wenn ihr es echt scheiße findet, dann sagt mir bitte Bescheid, okay? Kann ich jetzt hier runterfallen? Schade. Das wäre ja eigentlich auch cool irgendwie. Finde ich, ja. So, ich will wieder raus hier. Was? Ich dachte, er würde da so rausklettern, aber nee. Er muss ja. Wo bin ich? Achso, ja. Okay, das war's. Was? Da stand irgendwas? Nee. Ich suche immer mal nach, wieder nach Batterien. Da habe ich selbst feststellen können. Noch nie gehört, aber selbst feststellen können. Was war das? Das. Dass wenn man wenn die Kamera aus ist oder wenn es einfach dunkel ist, dass man dann leichter erkennt, wenn Batterien leichter erkennt, tut mir leid, okay, das war's. Ja, das ist gut. Ja, hier. Könnt ihr wieder durchlesen, wenn ihr wollt. Mit J. Ihr könnt auf Pause drücken. Ich glaube, ich habe da, genau, das weiß ich natürlich noch, aber ich glaube, ich habe da ein Gesicht gesehen. Okay, genau, ich versuche einfach mal so ein bisschen ernster zu bleiben als sonst. Oh, das ist aber echt fies gemacht. Shrimps. Okay, Entschuldigung, das war das ungefähr das Gegenteil aus, bedeutet es. Ich laber auch zu viel Schrott, also schön besser, wenn ich mal was Produktives sagen würde, ne? Und das ist das erste Mal, dass ich spät am Abend aufnehme. Das ist für mich spät, so 23 Uhr, ja. Ich werde das natürlich alles ein bisschen schneiden, damit das nicht zu langweilig wird für euch. Ne, da kann ich nicht lang. Einmal verdauen, bitte. Das Problem ist, ich bin der Einzige, der noch wach ist und alle schlafen und hier, das ist ein ziemlich hellhöriges Haus und so und das. Oh. Genau. Kennt ihr das, wenn ihr Spiele spielt, die ihr langt? Oh, shut up, Music! Die ihr schon mal gespielt habt. Ach, ich mache jetzt mal hier. Die ihr natürlich schon mal gespielt habt. Aber, wo ihr euch dann trotzdem bei solchen Sachen immer noch so leicht erschreckt. Der lebt? Ne, der lebt nicht. Warum ist immer noch diese fiese Musik da? Genau, jetzt weiß ich es wieder. Oh Gott. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. Das war jetzt echt egal. Can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Okay, dann gehe ich gleich wieder zurück. Leider nicht. Das wäre natürlich eigentlich schön. Oh Gott. So. Ich glaube, wenn die Batterien alle sind, hat der Nachtdingsmodus immer noch eine kleine Wirkung. Soweit ich weiß. Ich weiß aber auch nicht so genau.
Naja, ich will es jetzt aber auch nicht erstmal nicht ausprobieren. Oh nein. Ich glaube, wir wissen allmählich alle, was jetzt passiert. Little Fake! Ich habe extra nochmal nach hinten geguckt, aber da war einfach nix. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. So, neues Ziel, fliehe aus der Nervenheilanstalt. Was stand da? Fliehe aus der Nervenheilanstalt, benutze die Sicherheit, sollte es, glaube ich, auch irgendwo Batterien geben. Das wäre natürlich wundervoll. Genau, hier, nochmal was für euch. Chinesen. Hier ist halt der solche Bücherratten oder wie? Nee. So. Ich will jetzt echt mal so ein bisschen alle Räume erkunden, weil ich weiß natürlich, also ich bin jetzt nicht so einer, der sich merkt, wo die ganzen Batterien waren oder sind. Ich muss doch irgendwas sein in diesem schönen großen Raum. Den Raum kenne ich hier gar nicht. Na, perfekt. Ja. Irgendwas kann man noch machen, dass man sich irgendwie um 100... Dass man sich um 180 Grad drehen konnte oder so. Stimmt das? Na egal. Jetzt habe ich... kennt jetzt, wenn ihr so Tasten ausprobiert und dann so... Oh nein. Warum habe ich die jetzt ausprobiert? Also, ich kenne das ja auch nicht. Oh Gott. So, geht hier noch was anders hin? Ne, ich bin das jetzt auch mal den Weg hier. Was denn so, Alter? Doch. Okay. Lebt er noch? Nee. Ich stelle mich jetzt in die Ecke. Okay, tut mir leid. Hätte ich nicht irgendwie mit der Maus dingsen müssen? Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Tut mir leid, mein Freund. Nicht Spaß, fick dich. Nein, ich bin immer so brutal. Tut mir leid. Wo muss ich eigentlich genau? Da kommt jetzt hoffentlich niemand mehr entgegen oder so. Habe ich da gerade jemanden flüstern gehört? Jetzt ist bestimmt irgendwo eine Batterie. Im Klo oder so. Ja. Oh. Entschuldigung. Sag mal, das geht auch hier nochmal. Vorher, oder ne? Man kann die Tür nur zuknallen.
kann Türen langsam aufmachen, aber nicht langsam zu machen. Ah, egal. Dann ist jetzt halt so. Alter, das ist so fies, dass man immer, dass ich jedenfalls immer denke, dass da irgendjemand irgendwie da so steht und auf mich wartet oder so. Erstmal ist die Vorstellung fies und gerade wenn man denkt, dass es so ist. Was ich aber echt geil gemacht finde, ist, dass wenn man zum Beispiel die Lampen hier berührt, dass die dann mit bewegen. Ach, perfekt, eine Batterie. So, ja. Ja, ich finde jetzt noch ein paar Batterien hier. Habe ich ja noch eine Minute. Mach jetzt mal die Tür zu. Oh nein! Wer ist das denn? Ne, wer das ist, weiß ich ganz ehrlich nicht, aber... Oh, wir müssen links oder rechts. Ich glaube, wir wissen alle, was jetzt passiert. Verlassen. Das wäre jetzt echt behindert, wenn ich das sagen würde. Oh, mein Herz klopft. Bitte nicht. Bitte. In so kleinen Scheißteil Notizen machen. Wie geht das denn? Ich bin nicht raus. So, liebe Freunde. So, und dann verabschiede ich mich hier auch schon wieder für diese Folge und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.